Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit Psalm 113, Vers 3. Und wenn du ein bisschen kirchliche Sozialisation mitgekriegt hast, dann hast du jetzt wahrscheinlich eine Melodie im Kopf und willst gleich den Kanon mitsingen zu diesem Vers. Und es gibt ja verschiedene Lieder dazu. Aber was hier gesagt wird, ist, ja, Gott ist ein Gott, der es wert ist, gelobt zu werden. Vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang, das hat zwei Dimensionen, könnte man sagen. Das eine ist die zeitliche Dimension, von morgens bis abends. Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und dann durch die Nacht, sagen andere Psalmen auch, rund um die Uhr. Dass wir Gott loben, das ist nicht was für einmal die Woche oder für einmal am Tag oder vorm Essen, danke für das Essen, Amen, sondern das ist eigentlich eine permanente Sache, dass wir in jeder Lebenssituation sehen, wofür Gott zu loben ist, das auch aussprechen, aber dass wir auch unser Leben führen als ein Lobpreis für Gott, dass Gott sich darüber freuen kann, dass er die Ehre bekommt dafür, wie wir leben, dass ein Ergebnis unseres Lebens ist, dass Gott groß rauskommt. Das wünsche ich mir und da bin ich manchmal weit weg von und manchmal vielleicht ein bisschen näher dran. Und ich lade dich ein, auf diesem Weg mitzugehen, wirklich ein Leben zu führen. In seiner Kraft natürlich, in seiner Gnade, das ihn ehrt, das ihn freut, das andere auf ihn aufmerksam macht. Und dann ist hier auch eine räumliche Dimension drin, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Das ist in der Sprache des Alten Testaments auch von Osten bis nach Westen. Also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang als Richtungen. Das heißt, um die ganze Welt soll Gott gelobt werden. Gott ist nicht ein Gott für die, die schon immer an ihn geglaubt haben, nur oder für ein bestimmtes Volk, hat man vielleicht in der Zeit des Alten Testaments gedacht, oder für einige Völker oder für Europa, sondern Gott ist ein Gott, der alle Völker sieht und der alle Menschen liebt. So sehr hat Gott nicht die Israeliten geliebt und auch nicht die Deutschen und auch nicht die Nordamerikaner, sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und die, die ihn schon lange kennen und die, die ihn schon lange vergessen haben und die, die noch wenig von ihm gehört haben. Und ja, das ist eine Umsetzung auch, wie wir Gott loben mit unserem Leben, dass wir sein Lob ausbreiten, dass wir ihn bekannt machen mit Menschen, die ihn noch gar nicht kennen, die noch gar nicht wissen, dass sie ihn kennen können, dass wir seine Liebe weitergeben. Und ja, das geht los in unserem direkten Umfeld und manche lassen sich senden, in die entferntesten Ecken der Welt. Und viele sind gefragt, die dann auch zu unterstützen, ihren Dienst mitzutragen im Gebet, im Geben, in der praktischen Unterstützung. Und da sind wir miteinander unterwegs, weil unser Gott zu loben ist, auf der ganzen Welt, rund um die Uhr. Und ich lade dich ein, jetzt in dieses Lob einzustimmen. Und Herr, wir bekennen, dass du gut bist, dass du herrlich bist, dass du schön bist, dass du gnädig bist, dass du mächtig bist. Ja, wie es in dem Psalm weiter heißt, wer ist wie der Herr, unser Gott im Himmel und auf Erden? Die Antwort ist natürlich niemand. Du bist einzigartig und ich lobe dich und mein ganzes Leben soll dich loben. Und ich bete, dass Menschen überall auf der Welt in dieses Lob einstimmen. Und lass mich meinen Part tun, dass das Realität wird. Halleluja. Gelobt sei Gott. Amen.